Und ein herzliches Willkommen hier zurück zu diesem Video, Freunde. Es ist geil, Freunde. Es wird huge. Fortnite-Trailer zu den Fortnite-Mares ist jetzt da und viele, viele weitere Dinge. Oh ja, ihr merkt, die Schmerle ist natürlich wieder full of energy für die Geschichte hier. Und es wird wirklich so einiges kommen. Mini-Battle-Pass, was ihr so erwarten könnt. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Creator-Code Schmerle-Eintrag. Denn, Leute, wichtig, ich sehe das, wenn ihr den Eintrag, ne? Macht das gerne, um euch den heutigen Source-Skin zu kaufen. Das komplette Bundle von Jigsaw ist jetzt mit Billy the Puppe, dem Dreirad und so in-game und natürlich wird am Freitag das Update droppen. Kurze Erinnerung, ne? Wie gesagt, Creator-Code für solche coolen Einkäufe eintragen, würde mich sehr, sehr unterstützen und ihr habt keine Mehrkosten, freut mich sehr. Und natürlich kommt am Freitag, das ist nochmal so ein kleiner Recap vom gestrigen Video, das Fortnite-Mares-Update und somit das letzte große Update dieser Season. Das kommt kommenden Freitag, der 11. Oktober. Werden wir den ganzen Tag live sein für das Update, freue ich mich drauf, wird eine große, große Geschichte. Was ihr nicht verpassen solltet, ist das morgige Video, denn da werde ich euch jedes einzelne Punkt runterrattern, den wir erwarten können im Update, ne? Weil wir werden so einiges bekommen und nicht nur Fortnite mehr, ist auch schon die ersten Event-Sachen und was auch immer. Heute werdet ihr schon ein paar Dinge bekommen und morgen nochmal ein komplett Zusammenfassungsvideo. Also unbedingt morgen einschalten und dann natürlich auch am Freitag, wenn es Update da ist, um keine weiteren Inhalte und coole Neuigkeiten mehr zu verpassen. Und dann fangen wir mal an mit den dieswöchigen Jam-Songs. Die kommen ja diese Woche ganz normal und hier mal eingeblendet. Einmal Bury a Friend von Billie Eilish, Fell on Black Days, ne? Einmal Under The Shredder Song, einmal Happy und Say It Ain't So. Das sind 5 Banger, die diese Woche in den Item Shop kommen und natürlich auch in der täglichen Rotation bei Festival drin sind, ne? Von Donnerstag auf Freitag könnt ihr das Ganze dann wieder erwarten. Genauso wie er hier auf jeden Fall schon mal seinen Untergang erwartet hat. Und es ist tatsächlich geschehen, Freunde. Fortnite hat einen Short-Trailer rausgehauen für die Fortnite-Mares. Eine richtig schöne Cinematic-Geschichte, die wir da auf jeden Fall haben. Und ich würde sagen, die zeige ich euch direkt mal. Denn, Freunde, hier ist das Ding. Fortnite-Mares 2024 Cinematic Short. Und das sieht schon mal crazy aus. Ihr seht es hier. Sehr, sehr geil, Mann. Let's go. Oh ja. Und es ist kaputt. GG's. Das war es auch einmal gewesen. Und Fortnite-Mares neues Logo für dieses Jahr sieht so aus. Sehr, sehr huge sieht das aus. Dann sehen wir natürlich hier einmal, wie sie da reinstechen. Das wird ein Kürbisthema sein. Es werden viele Kürbisorte geben. Kommen wir gleich dazu. Dann sehen wir die neuen Skins mit Spitzhacken und so, die wir bekommen werden. Und dann natürlich passend dazu, wenn das Ganze dann hier droppt, werden wir dann hier auch einmal die kompletten Skins sehen. Ihr seht einmal hier. Diesen haben wir schon drinnen. Das ist hier dieses Äffchen, ist schon drinnen. Dann einmal Leatherface wird reinkommen als Skin. Innerhalb der nächsten Tage wird der verfügbar sein. Und ich denke mal, dass die Kettensäge hoffentlich zumindest eine Spitzhacke ist. Neuen Lexa-Skin auch einmal hier. Saw ist ja drinnen mit seiner Spitzhacke heute und seinem Dreirad-Emote. Und ganz, ganz wichtig, das ist schön. Und hier ganz rechts der erste Ingame-Blick auf Mephisto. Ja, Leute, das ist tatsächlich einmal, warte, wir gehen mal genau dahin. Mephisto hier, Mephisto als Skin wird natürlich reinkommen. Ja, Leute, und Mephisto ist natürlich ein super Kandidat, dort oben von Dr. Doom beschwört zu werden. Beziehungsweise, Dr. Doom ist ja jetzt stand aktuell nicht mehr auf der Insel. Ob er im Event zurückkommt, Theorien gleich. Und wir wissen natürlich, Dr. Doom, Mephisto kommt und ich denke, das wird dann irgendwie damit kommen. Er wird dann auch wahrscheinlich dort oben als Boss sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sein NPC hier bei dem Turm sein wird oder vielleicht, also hier ist meiner Meinung nach eine gute Location, wenn er da oben beschwört, passt einfach sehr gut dahin, ne? Kann natürlich auch woanders sein, Freunde, also ist jetzt nicht 100% oder so, bestätigt auch nicht, aber natürlich Mephistos erster Blick und der sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Den werden wir als Skin bekommen, den wir kaufen können und Freunde, jetzt kommt ein cooles Ding. Ich zeig's euch mal. Denn wo ist denn dieser Ort? Ihr seht im Hintergrund Bäume und sowas und hier doppelt Fenster mit so einem Dach dann da und das Ganze ein Ort sein, den wir haben auch ein bisschen schon im Stream danach geschaut. Ne, Leute, auf jeden Fall Doomstadt und das könnte tatsächlich einmal hier sein. Da vorne haben wir dann so dieses Doppelfenster in dieser Einkerbung drin, also genau dort. Hier ist dann dieses grüne Dach, aber einige Strukturen daneben passen jetzt nicht exakt hier hin. Aber so wie es aussieht, wird es hier sein, wo ich bin. Und natürlich, wenn es hier ist, wo ich bin, werden wir hier auch ein paar Map-Änderungen bekommen für die Fortnite-Mares. Natürlich einmal werden hier, wie gesagt, einige Bäume sein. Hier werden Kürbisse überverteilt sein und das wird überall auf der Karte so sein. Hier Brawlers Battleground, Grand Glacier und Restored Reels, diese drei Orte werden größere Änderungen bekommen mit so einem Riesenkürbis. Zumindest Brawlers Battleground haben wir ja schon in dem eingeblendeten Teaser gesehen, wo wir auch coole Dinge ranken und so sehen. Also da wird es große Änderungen geben, aber wie zum Beispiel Doomstadt auf der Map verteilt, werden es kleinere Map-Änderungen sein. Und das sind schon mal die Skins im näheren Blick. Also Mephisto, bin ich euch ehrlich, sieht da natürlich schon mal sehr, sehr geil aus und freue ich mich auch
auf jeden Fall sehr, sehr drauf, sich den dann zu gönnen. Fortnite hat einen weiteren Teaser rausgehauen, und zwar I want to play a game, und der offizielle Zor-Account schreibt darunter Search 7 Chests at Risky Reels. Oh ja, Fortnite schreibt I want to play a game und natürlich Zor als Meme einmal 7 Kisten in Risky Reels zu suchen. Und die waren von euch wissen, die waren OGs, genauso wie ich, und ich weiß, was das bedeutet, was natürlich in 7 Kisten ist und hier Risky Reels, das war crazy. Auch Leute, mit dem Update am Freitag wird Cruella, die Disney Villains reinkommen, ne, also Cruella wird reinkommen, ne, dann einmal Captain Hook und einmal Melissa Find, und diese drei Bösewichte und Villains aus Disney werden am Freitag mit dem Update hinzugefügt, auch in den nächsten Tagen im Item Shop kommen. Also einiges an Informationen, bin ich damit zufrieden, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, ne, schreibt mir da mal eure Meinung in die Kommentare, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf, und vor allem das Ganze wird ein huge Ding, morgen komplette Zusammenfassung. Und der Rest des Videos morgen wird ja die komplette Zusammenfassung kommen, wie eben gesagt, deswegen ist der Rest nicht jetzt die Zusammenfassung, weil die logischerweise morgen kommt, sondern möchte ich im restlichen Video beziehungsweise der Teil nochmal sagen, was sind denn jetzt so Möglichkeiten für das zweite Live-Event? Natürlich bekommen wir namens Klin, heißt das Event, glaube ich, mit dem Codenamen, am Season-Ende noch ein Live-Event. Dieses Live-Event soll tatsächlich auch eine Playlist haben, also einen eigenen Modus. Da, Leute, würde ich das Ganze mit Vorsicht genießen. Das Ganze kann auch wieder einfach nur ein Battle Royale ohne eigenen Modus stattfinden. Also da, wie gesagt, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, wie genau das dann kommen wird. Zusätzlich soll das Live-Event 6 Phasen haben und mit einem Downtime-Screen enden, so Art schwarzes Loch, das uns dann die Zeit überbrückt. Also es gibt einige Indizien und Leaks, die uns auf ein großes Live-Event, ne, mit Downtime im Anschluss hindeuten lassen. Zum Beispiel, dass am Freitagabend, dem 1. November, das Event stattfindet und dann bis zum 2. November, wobei The Raid Chapter 2 startet, am 2. November, da kommt ein 24-Stunden-Stream am 1., dass bis dahin dann die Downtime ist und dass das tatsächlich ein großes Event wird. Ist nicht confirmed, ob das jetzt groß wird oder so, ist auf jeden Fall ein schönes Event, was da reinkommt. Und dieses Event, ne, soll reinschallen, und was sind da natürlich unsere wunderbaren Theorien, die wir haben. Was könnte passieren? Eine offensichtliche Theorie ist natürlich, dass wir in die Zeit zurück müssen. Beziehungsweise, das ist keine Theorie, das ist einfach so. Wir müssen ja in die Zeit zurückreisen, weil Chapter 2 OG ja woanders ist. Und da gibt es ja wirklich so einige Theorien. Entweder Dr. Dooms Rückkehr. Dr. Doom kommt zurück und stärker als je zuvor. Stellt euch das einfach mal vor, Dr. Doom schallert uns hier jetzt auseinander, weil er weggeriftet worden ist, ne? Er hat ja selbst gesagt, ey, es kann nicht sein und so. Und er war ja auch riesengroß. Stellt euch vor, Dr. Doom kommt zurück. Entweder alleine oder natürlich mit Verstärkung. Vielleicht Midas, Plot-Twist Midas. Vielleicht Sloan, Plot-Twist Sloan. Oder alleine oder natürlich weitere Ikonen oder whatever. Oder vielleicht Mephisto. Vielleicht ist er dann auf der Insel und nimmt sich gleich Mephisto. Kann auch passieren. Werden wir sehen. Oder wie gesagt, komplett alleine. Ist Theorie Nummer 1. Er kommt zurück und wird gegen uns dann ankämpfen im nächsten großen Live-Event. Und da wird er vielleicht gewinnen und die Insel zerstören. Was auch vielleicht die, Abgang dieser Insel erklärt. Stell dich vor, er zerstört die Insel, dann wissen wir wenigstens, was mit der Insel passiert ist. Chapter 4 wissen wir nicht, wurde nicht erklärt. Aber das wäre zum Beispiel eine Erklärung für diese Insel und eine Möglichkeit fürs Event. Also Dr. Doom Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass da irgendetwas stattfinden wird mit Dr. Doom und irgendetwas kommt. Ja, Leute, wenn Dr. Doom dann kommt, was auch vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist, weil wie gesagt, er wurde ja nur weggeriftet. Er ist ja jetzt nicht komplett gestorben, was ja einige behaupten, das ist ja falsch. Der wurde ja nur weggeriftet. Also stellt sich vor, der kommt wieder und mit Verstärkung oder halt ohne Verstärkung nimmt uns auseinander, und vielleicht bekommen wir ja jetzt am Freitag den Mini-Battle Pass mit den Fantastischen Vier, und die Fantastischen Vier helfen uns zum Beispiel gegen den Kampf dann. Oder vielleicht ist tatsächlich der Mini-Battle Pass Mephisto. Vielleicht ist im Mini-Battle Pass der Mephisto-Skin drin. Da würde ich die Augen aufhalten, ne? Was wir da auf jeden Fall erwarten könnten. Und das ist natürlich meiner Meinung nach eine richtig schöne Theorie, dass er dann nochmal da ist und einen zweiten Kampf geben will. Also auch cool. Dann natürlich der Zero Point. Der Zero Point, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Entweder wird er entlarvt hier in der Mitte, oder die Titanen spielt nochmal eine Rolle, ne? Der Titan, den wir haben, ist ja ganz klar, haben wir als Skin. Und da sehen wir natürlich im Skin drin, dass da die Titanhand, nur der kleine Überbleibsel von dem Titan ist, der noch unten drunter lebt. Und da könnte tatsächlich dann irgendwie der Zero Point rauskommen. Wäre doch sehr, sehr schön, wenn das mit dem Zero Point erklärt wird. Weil wir wissen natürlich, Mephisto kommt und er wird natürlich auch einige Dinge haben, wie zum Beispiel als NPC uns Angebote machen und so. Also wie gesagt, das ist eine coole Theorie mit Dr. Doom, muss ich sagen. Also Dr. Doom ist da wirklich noch ein sehr, sehr Spitzenkandidat. Und wir kämpfen eventuell mit Fantastische Vier, Mephisto, Battle Pass, was auch immer, wer auch immer da ein Pass sein wird, wird auf jeden Fall cool. Zero Point war ja jetzt die zweite Theorie, und dass da natürlich etwas nur mit dem Zero Point
Checkpoint zu tun hat, dass der dann im Event befreit wird und natürlich irgendwas die Zeiten verrückspielen lässt oder das mit der Hand zu tun hat, dass in der Hand, in dem Körper, der Zero Point drin ist, der Titan sich eventuell bewegt. Ey, da gibt es doch so viele Theorien. Imagine, die Hand bewegt sich, wir kriegen einen Bossfight, großer Dr. Doom gegen den Titan, der da rauskommt. Ne, Dr. Doom kommt zurück, großer Dr. Doom gegen den riesen Titan. Alter Falter, die Möglichkeiten schallern da auf jeden Fall rein. Dritte Theorie sind natürlich die Rissrekalibrierer. Dass die uns auf irgendeine Art und Weise natürlich dann helfen und natürlich irgendwie in die Zeit zurückschalten. Dass wir diese Rissrekalibrierer nutzen, um in der Zeit zurückreisen. Weil, wie gesagt, wir müssen ja irgendwo zurück. Auch das wäre, wie gesagt, eine gute Möglichkeit, um die Zeit natürlich zu brechen und zurückzugehen mit den Rissrekalibrierern. Oder natürlich, wenn wir nicht die Rissrekalibrierer nutzen, dass wir etwas anderes nutzen. Unter anderem Pandoras Büchse. Wir wissen, die hat eine unglaubliche Kraft, ne? Und dass die eventuell irgendwelche Kräfte hat, ne? Wir haben auch in einigen Dialogen so Wortspiele mit Zeit gehabt. Wir die Büchse nutzen, um durch die Zeit zu reisen zu Chapter 2. Sehr, sehr interessant. Also auch das ist eine Theorie. Oh ja, klingt ganz geil. Ein weiterer Kandidat ist dieser wunderbare Galactus, den seht ihr da im Hintergrund, wenn der wiederkommt. Ja, Leute, Galactus, ne? Der irgendwie beschwört wird oder durch Mephisto irgendwie, was auch immer. Er kommt, ist ja nur sein Helm, der da hinten ist. Ist ja nicht der Originale, ne? Galactus. Also das ist schon der Originale, aber kein Körper, sondern nur der Helm. Und der irgendwie zurückkommt und wir Galactus gegen Doom haben oder die beiden uns zerstören. Ne? Irgendwas mit Galactus passiert. Könnte auch eine Möglichkeit sein. Oder es kommt irgendwie im nächsten Update noch ein Apparat, eine Maschine mit Charakteren rein, die uns dann zurückbringen. Also was wir jetzt noch gar nicht haben, was erst innerhalb der nächsten Update, im nächsten Update halt kommt, innerhalb der nächsten Tage, da könnte natürlich auch was komplett Neues kommen, wovon wir jetzt zum Beispiel offiziell noch gar keine Ahnung haben. Ne? Ist ja auch eine Möglichkeit, dass Fortnite sowas reinbringt. Oder natürlich eine richtig geile Theorie. Und da ist wirklich richtig geil. Also muss ich sagen, ist eine geile Theorie. Und zwar Chapter 2, diese Insel flippt sich. Imagine, diese Insel flippt sich und wir gehen zu der originalen Chapter 2 Karte. Ne, also, dass die Insel sich flippen könnte, ja. Dass diese Insel auch eine Flipside hat und das dann Chapter 6 wäre. Lasst es mich erklären, ne. Wir waren ja in Chapter 1 OG mit einer Zeitmaschine. Das heißt, wir waren in einer parallelen Zeitlinie Chapter 1. Dann hatten wir das End-Event. War anders, weil wir in einer parallelen Zeitlinie Chapter 1 waren. Wir hatten das schwarze Loch drum und dran verändert als im originalen Kapitel 1. Was ist denn, wenn wir tatsächlich jetzt ein weiteres Event bekommen und diesem Event wird sich zum Beispiel die Insel flippen. Die Flipside ist zum Beispiel jetzt mal angenommen Chapter 6 und diese Map ist schon die eigentliche Chapter 2 Karte. Wieso, Freunde? Ist Alu-Theorie, ich weiß, aber Leute, ist auch möglich. Denn wir sind ja auf diese Karte nach OG 1 gekommen. Vielleicht ist das ja dann eine parallele Zeitlinie von Chapter 2. Ne? Wir hatten ein paralleles Chapter 1 Event von der Zeitlinie her. Vielleicht ist das dann auch eine parallele Zeitlinie Chapter 2 Map, Stand aktuell. Ne? Weil wir hatten einige Indizien. Wir hatten Midas zum Beispiel. Wir hatten was Strick ähnliches. Wir hatten eine Insel mit ganz vielen Chapter 2 Anspielungen. Wir hatten tatsächlich auch Midas seine Yacht einmal und viele, viele Dinge. Und anderem hier Hazy Hillsides sah aus wie Misty Meadows. Also wir hatten einige, ich sag mal, Dinge und Anspielungen an Chapter 2. Klar, die Map jetzt sieht nicht aus wie Chapter 2. Da hat ein paar vielleicht Ähnlichkeiten, aber nicht sehr viele. Aber das könnte eine Theorie sein, dass diese Karte sich jetzt langsam in Chapter 2 zurückverwandelt, ne? Dass hier irgendwas passiert und wir diese Map einfach verwandelt sich in die Chapter 2 Map. Ist ganz wild. Oder dass das natürlich dann die Chapter 6 Map ist, wenn die sich umdreht würde, ne? Ne, da, wie gesagt, das sind parallele Zeitlinien, das ist sehr, sehr wild, aber wollte ich mal angesprochen haben. Ne, Leute, egal was es ist, es gibt viele Theorien, ob das jetzt die parallele Zeitlinie zu Chapter 2 ist, ne? Oder Midas kommt und uns nach Chapter 2 bringt, oder natürlich wir mit Mephisto dahin reisen, irgendwie Pandoras Kräfte nehmen von der Büchse und damit hinreisen, ob uns Galactus irgendwie bekämpft, Dr. Dooms Rückkehr mit einem Plot-Twist kommt und uns dahin reist, die Rissrekalibrierer, der Titan, Bossfight, Zero Point, es gibt die unzähligsten Theorien, eine davon wird sein, oder vielleicht was ganz anderes, Freunde, wir werden es sehen. Ne, am Freitag, aka morgen, wird ein Update kommen und da werden auch schon die ersten Events-Leaks reintrudeln. Da natürlich die Augen aufhalten, kriegt ihr alles auf dem Channel, deswegen gerne abonnieren, Freunde. Kriegt ihr, wie gesagt, alles hier. Freue ich mich drauf, ne? Und dann kommt das große Ganze mit einem huge Event. Vielleicht kriegen wir auch dann morgen schon das Datum, wann das Event stattfinden wird. Vielleicht wirklich am Abend vor Season Start. Dann könnte das wirklich auch ein Big Bang Event werden. Nicht Big Bang wie Chapter 1 OG Event, nein, sondern wirklich ein großer Knall, der hier ein großes Event herbeibringt. Und
da freue ich mich drauf. Ich persönlich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, würdet ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr ist realistisch? Was denkt ihr bringt uns zurück nach Chapter 2? Irgendetwas muss es ja sein. Glaubt ihr, es ist was von dem, was ich angesprochen habe? Glaubt ihr, ich habe schon so ein bisschen was gecallt? Oder was denkt ihr? Ich freue mich ehrlich drauf, aber auch ein bisschen traurig für diese Insel, weil diese Insel ist dann weg erstmal, ne? Und das Jahr ging schnell rum. Diese Insel ist mir ans Herz gewachsen, genauso wie Chapter 4, war schnell weg. Ich hoffe, hier erklären sie es wenigstens. So, und er wird jetzt direkt schon mal in die Zeit zurückgebeamt, Alter. Bam! So sieht nämlich aus. Was willst du von mir? Wo ist denn dein Mate? Was denken dein Mate, wer er ist? Jetzt kommt hier Shuri in ihn reingeschallert. Freue ich mich drauf. Let's go. Sehr, sehr schön. Yo, yo, yo. Was geht ab, Alter? Habt ihr schon von meinen geilen Theorien gehört? Ich hoffe natürlich. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ne? Aber ihr seid ja wahrscheinlich eh nur Bots, ne? Ihr könnt ja gar nicht abonnieren. Ihr seid ja nicht mal richtige Leute. Und ich würde sagen, Freunde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde nicht Doomtastisch werden. Wortspiel aus Doom und Fantastischen 4. Oh je, war es der? War es der, Freunde? War das ein Banger oder kein Banger? Auf jeden Fall war es eine coole Theorie heute in dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich sehe euch beim nächsten Event, bei den nächsten Videos. Ich habe riesengroßen Bock, Leute. Ey, wirklich, ihr könnt euch die... Dafür nochmal die Tröte jetzt hier. Dafür hier nochmal die Tröte. Und in dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.